life ain't worth living. Der Paso Doble von Gabriel Kelly und Malika Dzhumaev. Recht so, lasst euch feiern, ihr zwei. Ein Mikro für Malika, ein Mikro für Avril Lavigne. Jorge, wie hat's dir gefallen? Ja, ich dachte Dracula tanzt heute, diese Basso. Total. Nee, mir hat gefallen, weißt du, du bist immer so lazy, so relaxed, weißt du, und du tanzt, so sicher von deinem Alter. Du bist ja jung und deine Persönlichkeit, der Tanzparkett ist Wahnsinn. Die Energie hat mir sehr gut gefallen, weißt du, dieses Tempo. Du musst in etwas achten, und zwar, du brauchst nicht dir versuchen, groß zu machen. Du musst arbeiten ein bisschen mehr in der Bauchmuskulatur, weißt du, weil das, wenn du hast alle diese Spannung hier, dann hast du deinen Brustkorb, bewegst du nicht so weg nach oben. Und ich habe gesehen, dass du manchmal hast so Versuch, oh, ich bin mehr groß, weißt du? So immer die Spannung und danach alles wird besser sein. Aber das war eine sehr starke Darbietung. Dankeschön. In der Tat war es das. Super gut. Der Herr Lambi wollte Latein, der Herr Lambi kriegt Latein. Jetzt kriegen wir dafür ein Urteil. Er hätte gerne noch ein bisschen was Typischeres gehabt. Ich weiß, die Musik war natürlich sehr rockig. Ja, also jetzt nicht typisch Paso Doble-mäßig. Aber wenn Paso Doble draufsteht, muss auch ein bisschen mehr Paso Doble drinstehen. Und zwar Endpositionen, Becken nach vorne. Ein Torero präsentiert sich. Er springt auch nicht durch die Arena. Ja? Du bist immer sehr viel hochgesprungen, den Appell gemacht. Das sind immer nur kleine Bewegungen. Ja? Und ich möchte gerne auch mal ein paar Hände sehen, die dementsprechend sind. Das ist einfach nur hier so Karate-Kid gewesen. Ich weiß, du kannst das. Und ich weiß, das haben wir in den letzten zwei Shows, selbst in der Kennenlern-Show gesehen, das waren aber zwei Standardtänze, dass du sehr, sehr natürlich machst. Du wolltest jetzt mal wild und angreifen, ja? Angreifen finde ich gut, wild war ein bisschen too much. Das wieder zurückschrauben, immer an die Charakteristik des Tanzes denken und vor allem gute Grundschritte haben, mit guten Shapes, mit guten Händen und schön die Partnerin präsentieren. Dann ist es Weltklasse. Dankeschön. Und nichts anderes als Weltklasse möchte der Herr Lambi von dir sehen in Show 2. Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Motzi, bitte. Ja, also man kann sagen, was man will, aber was gut ist, ist, dass diese Energie, also das ist wirklich deine Gabe. Du ziehst einen mit in dieses Tanz. Du bist komplett wirklich mit Fokus in diese Tanz. Das ist super. So, die Details, was Herr Lamb ansprechen, drangehen. Also wirklich Details, Füße, Details, Arme, Details, Position. Aber ich sitze hier heute und sage, das ist der erste Show, wo ich so das Gefühl habe, ich möchte mittanzen, mitkämpfen. Schön. Wirklich, weil ihr zieht einem. Ja, nein, nein, nein. Das ist nicht einfach. Mutti das hier. Ist nicht einfach. Letzte Woche Sunny Boy, diese Woche Rock'n'Roll und ihr überzeugt. Und das zählt. Weiter so, weiter so, weiter so. Dankeschön, Motzi. Danke. Dankeschön. Aber egal ob Sunny Boy oder Rock'n'Roll, hinterher wartet immer die Vicky auf dich. Ist das nicht schön, dass man sich darauf verlassen kann? Auf jeden Fall. Denke ich auch. Vielen Dank an Gabriel Kelly. Dankeschön. Und Malika Dzhumaev. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. Sex. Motzi Mabuse. Sex. Und Joachim Lambi. 5. 17 Punkte für den Paso Doble.